Hallo Leute, weiter geht's bei Scooby-Doo und zwar bei Folge 3. Und was das für ein Fall sein wird, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Das Ganze soll wohl an einem Hafen stattfinden. Und wenn ich mir das Schild da so ansehe, links oben, dann dürften es genau gleich viele Level werden wie in Folge 2. Naja, mal sehen, um was es geht. Ein Geisterschiff. Das erkennt man an diesem Leuchten. Sowas weiß man. Es ging wohl doch nicht um das Schiff, sondern um diese Riesenkrabbe. Okay, man kann sich ja mal täuschen, ne? Gut, eine Riesenkrabbe soll es also sein. Ich hoffe mal, das wird jetzt kein Wasserlevel oder so. Ich meine, ein Videospiel ohne Wasserlevel? Ich meine, sieht man jetzt nicht allzu oft. Muscheln, Garnelen, Hummer, Sardinen. Ich kann sie schon schmecken. Lecker, lecker, lecker. Willkommen in Rocky Bay, Leute. Seltsam. Das Dorf wirkt wie ausgestorben. Wir haben Hauptsaison. Wo sind die Gäste? Holla, vielleicht sollten wir ein paar Nachforschungen anstellen. Überprüf doch mit Shaggy und Scooby mal die Boote am Ufer. Daphne, mal sehen, ob wir ein paar Einheimische finden. Sieht so aus, als würden wir heute Abend eher Spuren suchen als Fische fangen. Naja, wir haben ja immer noch Scooby-Snacks. Das ist wohl so. Okay, wir sollen wohl zum Schiff gehen. So, ich spiele wieder mit Daphne. Warum? Weil, wie gesagt, ich glaube, die kämpft am besten so. So, unseren Van noch verprügeln hier. Kann ich da runter? Ich will es nicht testen, wobei... Es würde keine Rolle spielen. So, ich könnte auch hier überall, ne, gegen die Bänke treten, gegen die Laterne. Überall würde es Scooby Snacks geben. Aber unser Weg... Ja, wir nehmen doch noch ein paar mitkommen. Ist egal. Unser Weg führt uns hier entlang. Hier runter. Okay. Hier auch noch was? Ja, mehr Snacks ist ja schön. Je, kann man so viel essen? Du bestimmt nicht, Daphne. Du bist schlank und rank. Oh je, das war's dann. Oh oh. Ein Hinterhalt? Oh, wie einfallslos. Ja, du hast recht. Au! Oh, das sind die Teddys aus diesem... Aus dieser Episode, das ist im Fall, ne? Okay. Kämpfen ja gegen Krabben. Ich meine, warum nicht? Wow! Das war gemein. Das muss wieder Fred machen. Na schön. Dann mach das mal. Oh, ich verstehe. Das ist clever. Mach mal was. Ach so. Akademie nicht mehr funktioniert. Schön unten bleiben. Ich möchte wechseln. So, hier. Gibt's hier noch irgendwas zum Suchen oder so? Wow! Das war speziell. Ich nehme mal diesen Weg hier. Oh, eine Scooby-Medaille. Und, oh shit. Ja, es gibt kein Zurück mehr scheinbar. Was ist das hier? Kisten voller Krabben. Na gut, ich meine... Ja, tschüssi! Kann ich hier noch entlang gehen, oder? Ja, aber... ich sollte dann schon nicht übertreiben. So, tschüss, ihr Krabben. Schön unten bleiben. Kann ich die Kiste einfach runterkicken? Hätte ich können, ja. Das gefällt mir... Was ist das da? Was ist das für ein... Ach so, das ist eine Wasserpumpe. Ich verstehe. Ne, das sieht auch irgendwie ein bisschen doof aus hier. Aber okay. So, ich glaube, wir haben's... Gott. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder wie? Doch, hier. Doch, das müsste eigentlich... Moment. Das kriegen wir doch hin.
Ja, kriege ich jetzt das nicht mehr hin? Ja, nicht lang. Wir versuchen es noch einmal, komm. Einmal versuchen wir das noch irgendwie hinzukriegen. Den großen Sprung da hoch und dann direkt nochmal springen. Nee, es klappt nicht mehr. Na schön. So, da können wir sie da heilen. Das ist ziemlich gut. Und dann nächster Sprung. Yeah. Da unten sind wieder ganz viele Krabben. Und... BAM! Kann man so viel essen? Sei jetzt still. Ich habe mir irgendwie mehr geschadet, dass ich Schaden ausgeteilt habe. Kann das sein? Gut möglich. Da hoch, okay. Ich meine, wow. Das Gebiet sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wenn man das mal so vergleicht mit dem, hier, der Vergnügungspark und so. Die heb ich für Scooby auf. Hier noch? Medaille oder so? Komm, hier ist doch irgendwo eine... Ich kann da nicht rüberspringen. Ich dachte, da war vielleicht eine Medaille oder so, aber... Natürlich nicht. Da ist nichts weiter. Gut, Fred, mach mal, was getan werden muss. Schieb das mal darüber. Stell dich nicht so an. Und zack. Was macht er da? Sah ein bisschen... Klang ein bisschen doof. So, was haben wir hier? Oh. Ein Teil. Was ist das hier für eine Statue? Keine Ahnung. Aber wir suchen Hinweise. Ganz viele Hinweise. Hier im Müll vielleicht noch eine? Ich hab gesagt, nicht ins Gesicht. Wir wissen, dass du es nicht ins Gesicht haben willst, Daphne. Wissen wir. Und klatsch. Hör auf, Fred zu schlagen, Mensch. Lass das in Ruhe da. Oh, gab's nicht irgendwie eine Belohnung, wenn man Briefkästen leert? Ich glaube, um die Briefkästen sollten wir uns kümmern. Da ist noch eines. Da ist hier ein Hebel. Ist gefragt. Ja, okay, dann. Wir müssen gleichzeitig ziehen. Ja, ja. Bist du bereit? Ich okay, hoffe doch. Los geht's. Wir sind eine halbe Stunde später. Los geht's. Oh, hier. Wir haben Schachtel mit Krabbenköder. Eine Schachtel mit Krabbenköder. Du hast... Was? Die hast du aus Rocky Bay. Ist nicht essbar. Für Krabben vermutlich schon. Na gut. Ja, nee, ist klar. Wow. Bist du irre oder so? Ich frage nur. Au, was zur Hölle. Ultra-Kick. Ultra-Kick. Wow, wow. Ihr seid irgendwie verdammt stark. Greift natürlich von oben an. Und dann mit dem Ultra-Kick. Dann ist das Ganze kein Problem. Ja, bleib einfach liegen hier. Das war jetzt nicht schwer. Velma, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wir werden hier drüben gerade angegriffen. Geht mir genauso. Die Krabben sind einfach überall. Warum sind die nur so wild? Ich glaube, ich weiß. Hier ist überall Krabbenköder. Sie sind total aus dem Häuschen. Da scheint irgendjemand Köder ausgelegt zu haben, um sie aus dem Meer zu locken. Ja, scheint so. Dann wollen wir mal in die Stadt gehen. Schaut, ob euch was Verdächtiges auffällt. Mir kommt das alles hier echt merkwürdig vor. Alles klar. Ende. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Krabben das Seltsamste war, sondern diese Typen, die uns gerade angegriffen haben. Ich meine, ne? Nur so. Ah, verstehe. Der Druckschalter. Ja, der Druckschalter, der ist schon lange betätigt worden. Oh, da sehe ich doch wieder solche Typen. Na gut, und Ultra-Kick. Prügeln wir die Scheiße aus denen raus. So. Au, bist du bescheuert? Kommt ja nur Fragen. Schön unten bleiben. Ja, bleib liegen hier. Ich sollte mich auch ein bisschen mehr beeilen, glaube ich. Wow, das war ein Ultra-Kick. Scooby wird mich dafür lieben. Vermutlich, ja. Ne, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Mal wieder, ne? Dann... Hier Schalter drücken natürlich. Dann kommt Fred da rein. Und dann kann er da die andere Scheiße verschieben. Alles relativ übersichtlich, nach wie vor. Wir machen immer noch dasselbe wie zu Beginn des Spiels. Bloß das Setting ist anders, ne?
Schön unten bleiben. Ja, genau. Ne? Was? Irgendwie konnte ich die Scheiße jetzt doch noch einsammeln da oben. Ich weiß nicht genau wie, aber... hat gepasst. Ich... was zur... das ist total aggressiv hier. Mein Kick kann ich auch nicht immer anbringen. Aber wenn er trifft... dann, ist kurz ein Prozess mit den Gegnern. Nicht ins Gesicht. Ja, hast du gesagt. Nicht ins Gesicht. Schön unten bleiben. Sollte mal da hochgehen, ich meine. So, hier von oben angreifen. Immer von oben angreifen. Oder einfach nur gehen. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Wir gehen wieder. Oh, sind noch mehr. So, hier ein bisschen stunnen und dann einfach direkt weitergehen. Wir haben noch keine Zeit für sowas. Hey! Ja, seht ihr das? Überall die gleichen Gegner hinpatschen und es gut ist. So, dann hier rüber. Einfach von den Gegnern weglaufen, ja. Au! Warum sind das so... warum sind das so viele, Mensch? Autsch! Aber wie gesagt, man kann die Gegner auch einfach ignorieren. Das macht sie ein bisschen... bisschen nutzlos, ja. Hier und dann darunter. Wow, 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 wow. Autsch. Hallo, ich... das reicht schon lange. Oh, ich muss sie besiegen hier. Ne? Sieht man an diesem Symbol da. Jetzt lass die Scheiße mal. Einmal mehr die von oben Attacke. Die bringt am meisten. Hoppla. Hoppla. Dann geht's da rein. Wer hätte das gedacht? Oh, Krabben. Wir lassen die Krabben einfach Krabben sein, denke ich mir. Und wir behalten immer noch die Briefkäste im Auge. Wir erinnern uns. Briefkäste. Die Krabben kommen aus der Kiste. Aus welcher Kiste? Wir sind schon 2 Kilometer weiter, Mädel. So, was passiert hier? Hey, schau mal. Oh-oh. Was ist das für ein Freak? Ich wollte schon sagen, können die Krabben Boot fahren, oder? Schön unten bleiben. Oh, hier ist ein Briefkasten. Briefkasten. Aber nicht die Gegner vergessen. Nicht die Gegner vergessen. Hör auf, die Scheiße mir zu werfen, Idiot. Was soll denn das? So, der ist leer. Wo ist der dritte? Oder hinten? Au, jetzt... lass die Scheiße mal. Dämlicher Idiot. Hey, pass auf. Ja, pass auf. Wo ging jetzt das Tor auf? Ah, hier. Briefkasten habe ich geleert, ja. So, hier noch ein bisschen was zerstören. Wenn ich eine Medaille sehe, nehme ich sie mit, aber alles andere. Habt ihr das Lachen gehört? Oh, Briefkasten. Ich glaube, das ist leer. Oh, das war gut. Hier ist ein Druckschalter, hab ich gesehen. Oh, was? Da, oh, ein Druckschalter. Doch. Fred, mach du die Scheiße mal hier. Dann wechsle ich. Da, ein Druckschalter. Was? Was? Schon gedrückt. Mach mal. Das bringt irgendwie nichts, oder? Jetzt macht er es automatisch. Ich bin jetzt wieder Daphne. Verstehe, wer will. Zuvor ist es gar nicht so weit, gefahren. Das war seltsam. Ich wusste nicht, was das Spiel von mir will. Das Spiel wusste es, glaube ich, selber nicht. Das war verdammt laut, sorry. Was macht dieser Idiot da? So, und dann... was? Und wozu ist der? Ja, das frage ich mich auch. Jetzt kommt er raus oder darüber. Ist der dumm oder so? Wisst ihr, ich glaube... schon gedrückt. Hallo? Ich möchte wechseln. Kann jetzt nicht wechseln. Doch, jetzt kann ich.
Ich wette, ich muss das wieder so machen, dass sie das Ganze drücken muss und ich mich nur da hinstellen soll, ja. Warum? Warum und funktioniert das nur so? Der? Oh je, das war's dann. Das Spiel zwingt mich, dass ich mit Fred spielen muss. Will ich aber nicht. Okay, wir kämpfen. Aber pass auf meine Klamotten. Was, auf die Klamotten sollen die Gegner aufpassen? Ich glaube, das ist leer. Ja, ich glaube auch, das ist leer. Hm, was müssen wir hier bloß machen? Hebel, Tor und Kiste. Ich glaube, genau in dieser Reihenfolge. Wer hätte das gedacht? Lass mal bitte los. Lass los, sagte ich. So, dann holen wir erst die Kiste. Da drin wird wieder ein gutes Versteck, um irgendwie eine Medaille zu verstauen oder so. Ich sehe es mir kurz an hier, aber... Nee. So gut versteckt ist das Zeug auch wieder nicht. Wie gesagt, ich finde bei weitem nicht alles, ja. Aber... Will ich das alles finden? Ich glaube ja nicht. Wir nehmen einen total umständlichen Weg hier. Wir wollen ja nicht nur zum Boot. Oder zum Hafen halt. Ich folge einfach den Scooby Snacks. Oh, wo kommst du denn her? Wer du? Das sind sogar zwei. Ich habe was von Kämpfen gesagt. Doppelsprung hat wieder nicht funktioniert. Jetzt hat er funktioniert. Das ist ein bisschen seltsam. Dass der teilweise echt nicht funktioniert. Oh, Briefkasten. Sag ich mir so laut, wenn ich den trete. Wo muss ich lang? Da hoch, okay. Da hoch, okay. Ich gehe schon. Da drüben, ein Hebel. Wo ist ein Hebel? Oh, da. Briefkasten unten habe ich gelöst, ja. Und dann geht's einfach nur da weiter. Ah, ist ja spannend. Da drin sind zwei Hebel. Wenn ich den da erledige... Ah, ich glaube, wir müssen alle töten kurz. Außer Fred ist klug genug. Und wir können in Ruhe den Schalter drücken. Ja, wir konnten. Und die Krabbe läuft einfach weg. Okay, machen wir das hier kurz. Wir wissen ja mittlerweile, wie es funktioniert. Hier haben wir jetzt keine Kohle, sondern Müll. Letztes Mal war es Kohle oder so. Da leuchtet wieder eine Stange, also wir wollen da hochgehen. Auf nach oben! Auf nach oben! Und ein Druckschalter, wer hat das gedacht? Bams! Jetzt wird draufgehauen! Oh Gott. Die heb ich für Scooby auf. So, runter da. Da muss ich bestimmt weg. Ey, ich verstehe es nicht. Ich wollte jetzt wieder auf Fred wechseln, damit ich dann da drauf gehen kann. Aber nö, es klappt dann wieder nicht. Jetzt da runter. Fred, geh da hoch, danke. Die KI ist nicht so... Was? Hier ist Teamwork gefragt. Ach so. Wir müssen gleichzeitig ziehen. Ja, wir ziehen ja gleichzeitig. Mein Gott. Haben wir jetzt schon ungefähr 20.000 Mal gemacht hier in diesem Part. Und es passiert auch genau immer dasselbe, ja. Das Ganze dauert jetzt gerade wieder ein bisschen zu lange. Obwohl ich jetzt viele Gegner ausgelassen habe... Du, verpiss dich. Ja, das hier, ne, herausfordernd ist anders. Den kurz eine reinhauen, damit wir weitergehen können. Oh, ich verstehe. Schön unten bleiben. Ja, ja, Fred. Kümmere dich mal um den Idioten da. Sie ist nicht stehen geblieben. Lass mich in Ruhe jetzt hier. Nimm das. Du steh mir nicht im Weg rum, Fred, bitte, ja. Sind wir bald da? Los, besiegen kurz. So, und dann Hebel. Ich sagte, den Hebel. Ich hoffe, das bewirkt was. Hoffe ich auch. Und zwar, dass das Level endet oder so. Welcher Hafen ist so aufgebaut? Warum sollten hier solche Teile in der Wand verschwinden und hier rauskommen? Ich meine, das müsste ja alles irgendwie einen tieferen Zweck erfüllen oder so. Oh, halt, halt, halt. Da habe ich was gesehen. Hinten. Das hat bestimmt was für Shaggy, nehme ich an, oder? Ah ja, Shaggy. Na schön. Kommen wir nicht hoch, dann lassen wir es. Hier den richtigen Winkel finden, danke, und weiter. Schön, dass die Boote hier so praktisch angeordnet sind, ne?
Dass es eine schöne Brücke für uns gibt. Dieses Gelächter immer. Die Gegner sind so dumm, wisst ihr? So, sind wir mal da? Ich laufe einfach immer nur in eine Richtung. Oh, habe ich jetzt vielleicht einen Briefkasten übersehen? Schau, Freddy, da sind Leute. Oh, Leute. Die wissen sicher mehr. Gehen wir mal rüber. Ja, gehen wir mal zu den Leuten da. Herzen und so brauche ich nicht. Scooby Snacks brauche ich auch nicht. Weil, was will ich mit den Kostümen? Bringen werde ich nicht viel. Ein Hinterhalt. Hey, Kinder, was macht ihr so spät noch hier? Das Tiefseemonster wird euch holen. Tiefseemonster? Ja, das riesige Seeungeheuer, das auf dem Geisterkreuzer lebt. Seinetwegen sind die Meeresbewohner in Aufruhr. Sie sind auf Menschenjagd. Deshalb ist die Stadt so menschenleer. Vielleicht können wir Ihnen ja helfen. Na gut. Mein Name ist Captain Blaubart. Stets zu Diensten. Hey, willkommen in den traurigen Überresten von Rocky Bay. Hallo. Das ist Seth Engler, Rocky Bays bester Tauchlehrer. Schön, Captain. Wir tun unser Bestes, um dieses Rätsel zu lösen. Such den alten Walfänger Willy. Er lebt unten am Kai. Der verrückte alte Kauz dürfte Informationen haben. Sagt ihm aber nicht, dass Blaubart euch schickt. Leute, man soll ja keine Vorurteile haben, aber ich glaube, dieser Seth da, dieser Tauchlehrer, den Daphne scheinbar ziemlich heiß findet, ich glaube, ne? Ich glaube, der war's. Ganz im Ernst. Gut, Leute. Über 20 Minuten hat dieser Part wieder gedauert. Wie gesagt, diese Scheiße wird langsam aber sicher ein bisschen größer als angenommen. Aber damit muss ich leben. Und oh nein, schaut euch die Schilder an. Die sind so nah aufeinander. Es werden noch mehr Level werden. Na gut, auf jeden Fall, das war erstmal Stufe 1. Und somit war es das auch für heute mit Scooby-Doo. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns Stufe 2 stellen. Macht's gut oder besser. Tschüss!